Handbaumaschine vorstellen. Und jetzt erkläre ich euch die Kurbelhandbaumaschine. Die Kurbelhandbaumaschine wurde früher im Schiffbau für Holzverbindungen verwendet. Bei Holzhütten wurden die Holznägel die relative Größe der Löcher gebracht. Anwendung nur mit Holz. Jetzt erkläre ich euch die Kurbelhandbaumaschine. Ursprünglich wurden die Kurbelhandbaumaschine früher im Schiffbau für Holzverbindung verwendet. Bei Holzhütten wurden die Holznägel die relative Größe der Löcher gebohrt. Anwendung nur mit Holz. Jetzt zeige ich euch, wie man die Kurbelhandbaumaschine benutzt. Also als erstes nehmen wir mit der linken Hand, halten wir es oben fest. Mit der rechten Hand halten wir es an der Seite und drehen es in dem Uhrzeigersinn. Dabei solltet ihr aufpassen, dass das Holzstück gehalten werden, also stabil sein sollte. Dafür sehr starke Männer, um das rauszunehmen. Ja, das ist sehr schwer rauszunehmen, aber dafür braucht ihr erstmal sehr gute Männer, um das erstmal rauszunehmen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video und danke für eure Aufmerksamkeit.